Ja, und wie viel Begeisterung hast du, wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, im nächsten Jahr müssen wir wieder um 20% wachsen? Aber ich sage es gleich, also manche bestellen dann gleich 10 Bändchen und weil sie es für andere Personen auch mitnehmen, es ist nicht so gut, am Abend nach Hause zu gehen und sagen, hey, ich habe einen tollen Vortrag gehört, Schatzi. Da gab es eine Übung mit so einem Bändchen und da habe ich nur an dich gedacht. Das kommt nicht gut an. Es kommt auch nicht gut an, den Mitarbeitenden diese Bändchen zu kaufen und zu sagen, komm, Handgelenke her, jetzt fangen wir an. Ein herzliches Moin Moin, Grüezi und Servus. Einen wunderschönen guten Abend. Schreibt mal bitte in den Chat eine 1, wenn ihr mich gut hören und sehen könnt, damit wir einmal sehen können, dass wir für euch auch gut zu sehen und zu hören sind. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Danke, Daniel, Dominik. Perfekt, Stefan, Susanna. Schön, euch zu hören, nee, zu lesen, genau, zu sehen, darf ich ja gar nicht sagen, zu lesen. Ja, herzlich willkommen im heutigen Learn for Life Webinar. Ich habe zu Beginn gleich ein paar Fragen an euch und wenn ihr diesen Fragen zustimmt, bitte ich natürlich auch, euch dort auch entsprechend zu antworten. Ich sehe, ihr seid schon mal sehr fleißig, sehr aktiv. Das ist schon mal sehr klasse. Schreibt doch gerne mal in den Chat rein, von wo ihr gerade aktuell zugeschaltet seid, also welche Stadt. Ich sehe auch den Michael Mell, auch einige bekannte Namen. Sehr schön. Und hier sehen wir das in Linz, München, Frankfurt. Sehr schön. St. Martin. Schöne Fleckchen. Liebe Grüße sowohl nach Österreich, Deutschland, Schweiz, Flensburg oben, dänische Grenze. Meine alte Heimat. Auch sehr, sehr schön zu sehen. Ich bin ja aktuell selber in Osterwald zugeschaltet, in der Nähe von Hannover, dort auf der A2. Gibt es so ein Fleckchen, das nennt sich Osterwald. Sehr, sehr schön hier. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Und meine Frage an euch ist vor allem, wie viele von euch merken dann, dass es aktuell vielen Menschen an Energie und Motivation fehlt? Gebt bitte mal eine 5 in den Chat, wenn ihr das so wahrnimmt, dass es vielen Menschen an Motivation, an Energie fehlt. Danke euch. Und wie viele von euch glauben, dass gerade die Wertschätzung gerade in dieser Zeit unglaublich wichtig ist? Den gebt bitte mal eine 1 in den Chat. Die Wertschätzung, sehr, sehr hohe Bedeutung, sehr gut. Danke euch. Kurz zu mir, mein Name ist Matthias Herzog. Ich begrüße euch heute ganz herzlich und freue mich, euch durch den Abend zu geleiten, beziehungsweise den Einstieg zu machen. Der Hauptgast neben euch natürlich als die Person, die heute dabei sind, wo wir uns sehr freuen. Die Person, die euch gleich die nächsten 45 Minuten begleitet wird, die werde ich euch gleich vorstellen. Kurz zu mir. Ich bin selber Vortragsredner, Papa von 3 Kindern und bin Initiator von Learn for Life Germany und freue mich natürlich heute den Abend mit euch zu verbringen, auch dieses spannende Thema zu verfolgen. Ich bin inzwischen seit 1,5 Jahren bei Learn for Life dabei, habe früher die Zukunftsathleten gehabt. Wir haben tolle Events gehabt in Kiel vor Zeiten von Corona 2019, haben wir dort eine tolle Vortragsserie gemacht mit über 10.000 Teilnehmern. Die war jetzt eigentlich tatsächlich ab nächsten Montag wieder so gedacht, dass wir in Hannover, Kiel, auch Linz bei euch, Zürich, Frankfurt, München wieder Live-Events machen mit ganz, ganz tollen Rednerkollegen. Die sind jetzt leider erstmal nicht, könnt ihr euch vorstellen, in der aktuellen Zeit, aber wir kommen auf jeden Fall im Sommer 2022. Also dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Wirklich neben diesen tollen Online-Events, die wir haben, werden wir in Zukunft euch auch viele tolle Live-Events geben, mit auch Referenten wie auch den heutigen dann mal wirklich live zum Anfassen zu erleben. Andere Kollegen noch wie Dieter Lange, Urs Meier, wie ein Olli Geiselhardt, ganz, ganz viele tolle Kollegen, die euch in Zukunft erwarten werden. Und wir haben heute aber ein anderes Thema und dieses Thema hat mit Motivation, hat vor allem mit Wertschätzung zu tun. Und schreibt mal bitte in den Chat rein, was ihr glaubt, was sind Faktoren, die die Motivation von Mitarbeitern in Unternehmen steigern? Was sind aus eurer Sicht Faktoren, die die Motivation von Mitarbeitern in Unternehmen steigern? Schreibt das gerne mal in den Chat hinein. Was glaubt ihr? Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, Andreas, danke dir. Was habt ihr noch? Genau, wirklich viel spannend, sehr viel Sinn, genau, Lob,
Ich sehe tatsächlich den Begriff noch gar nicht. Ah, da kommt mal Geld bei Sven, aber Wertschätzung, sehr gut. Ihr habt euch vorbereitet, sehr cool. Denn schau, wie oft glauben wirklich viele Führungskräfte auch, Motivation ließ sich vor allem steigern durch eine Gehaltserhöhung, durch hohe Provisionen, durch den fetten Firmenwagen oder auch das nächste Incentive. Sind es nicht gerade aktuell wirklich die Punkte, die ihr aufführt, nämlich diese Wertschätzung, die wirklich vom Herzen kommen, die so viel bewirken können? Und gerade in einer Zeit, wo sich viele von uns wirklich nach Nähe sehnen und auch danach sehen, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden, ist es doch so umso wichtiger, sich mit diesem Begriff der Wertschätzung zu beschäftigen. Das heißt, und auch Wertschätzung gar nicht für die Leistung häufig, sondern vielmehr auch die Wertschätzung für den Menschen an sich. Und das gilt übrigens nicht nur im Business, sondern natürlich auch im Privaten, wie zum Beispiel in der Kindererziehung oder in der Partnerschaft. Und genau darum soll es heute gehen. Um Wertschätzung. Und der Titel des heutigen Webinars ist Programm Wertschätzung schafft Wertschöpfung. Und der heutige Redner, auf den heutigen Redner freue ich mich ganz, ganz besonders, denn ich liebe es gerade auch, Redner ankündigen zu dürfen, deren Arbeit ich bereits mehrere Jahre verfolge und auch schätze. Und der heutige Referent verfolgt mich tatsächlich bereits 4 Jahre, denn mein Bruder kam damals mit einem Buch, nämlich Corporate Happiness. Und er hat nicht nur dieses Buch mir näher gebracht, sondern er selber hat auch eine Ausbildung dazu gemacht. Und da wird euch der heutige Referent sehr, sehr spannende Inhalte mitgeben. Und unser heutiger Referent sagt, langfristig erfolgreich sind Betriebe, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das, was ihr hier auch schon noch aufgeführt habt, die auch ihre Stärken einbringen können, ihre Potenziale entfalten können und vor allem auch begeistert sind. Und dafür sagt er, ist ein Führungssystem notwendig, das die positive Psychologie auf Betriebsebene anwendet und so wirklich eine wertebasierte Unternehmenskultur schafft. Und um Firmen zu helfen, dieses Führungssystem zu etablieren, gründete unser heutiger Referent Corporate Happiness und das neue Führen. Und er war bereits 5 Jahre Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für angewandtes Management. Seine Expertise zum Thema positive Psychologie ist bei Printmedien, im Rundfunk und Fernsehen und bei Diskussionen sehr, sehr stark gefragt. Er lebt und arbeitet in München, also ein bisschen im Süden, bei euch vielen von euch natürlich ein bisschen näher. Aber Schöne ist, heute ist er auch live online zu uns zugeschaltet. Und er sagt auch, dass in jedem von uns eine unbändige Kraft steckt, wirklich gemeinsam mit anderen Großartiges zu leisten. Und durch die Entstehung intrinsischer Motivation und die Entfaltung innerer Potenziale erwachen seiner Meinung nach Sinnstiftung, Wertschätzung und eine unbändige Motivation in Mitarbeitern oder überhaupt in Menschen. Und du erfährst heute zum einen, wie dein Unternehmen in unbegrenzter Höhe wachsen kann, wie du vor allem auch glücklich sein lernen kannst, wie du die gewonnenen Erkenntnisse im Job und auch privat anwenden kannst, warum vor allem auch glücklichere, kreativere und leistungsfähige Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg jedes Unternehmens sind und auch warum ein 100-Mann-Unternehmen jedes Jahr im Schnitt 1 Million Euro an die falschen Personalprogramme verliert. Und wie du deine Verluste vor allem in Gewinne verwandeln kannst, gerade in dieser Zeit, in der wir aktuell sind. Denn gerade jetzt kannst du über dieses Thema dich sehr, sehr stark vom Wettbewerb abheben, weil die meisten fehlt es aktuell an Motivation. Und mit Wertschätzung wird da viel möglich sein. Freut euch auf die nächsten 45 Minuten. Herzlich willkommen im Learn for Life Business Webinar Dr. Oliver Haas. Lieber Oliver, the stage is yours, wie es so schön heißt. Herzlich willkommen bei uns. Dami. Ja, hallo zusammen, beziehungsweise vielen, vielen Dank, Matthias, für die nette Anmoderation. Gerne, Und du gerne. hast ja schon den Bogen wirklich gut gespannt. Und ich versuche heute in der, ja, relativ prägnant, das auf den Punkt zu bringen, dass jeder von euch was mitnehmen kann. Die einen sind Unternehmer, die anderen sind Führungskräfte, die anderen sind Mitarbeitende. Und ich denke, dass das Thema uns alle eint, gerade in einer ja doch schwierigen Zeit, wie wir sie gerade durchleben. Viele sind erschöpft, viele sind ausgepowert. Und genau, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, einfach mal kurz innezuhalten. Vielleicht habt ihr oder vielleicht kennt ihr eine Eigenschaft, die sowohl Mammutbäume, Babys als auch Unternehmen gemeinsam haben. Also, wenn ihr euch Mammutbäume anschaut, dann seht ihr, die sind zum Teil 100 Meter hoch,
20 Meter Durchmesser und die sind zum Teil über 1200 Jahre alt. Ihr seht da unten einen ganz kleinen Menschen. Also diese Mammutbäume haben den Schwankungen, den Klimaschwankungen, Temperaturschwankungen getrotzt und stehen immer noch stark da. Aber sie haben eben noch eine Eigenschaft, die sie mit Babys und Unternehmen gemeinsam haben. Vielleicht habt ihr ein Baby schon mal im ersten Lebensjahr beobachtet. Also mein Sohn Aaron ist jetzt gerade 4 Jahre alt und ich kann mich noch gut daran erinnern, am Anfang konnte der fast nichts, also außer auf dem Rücken liegen, schreien, essen und in die Windel kacken. Aber ein paar Monate später, plötzlich konnte der sich drehen, plötzlich konnte der aufstehen, ne, der konnte gehen und mittlerweile kommt man schon gar nicht mehr hinterher. Und die Eigenschaft, die Mammutbäume, Babys und Unternehmen gemeinsam haben, ist Wachstum. Und die Babys, wie ihr hier seht, ja, die machen das mit einer unglaublichen Freude, dieses Wachstum. Also ihr kennt das, ne, wenn ein Baby zum Laufen lernt, das fällt links herum, das fällt rechts herum, aber es steht dann immer mit einer Freude und mit einer Begeisterung wieder auf. Ja, und wie viel Begeisterung hast du, wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, im nächsten Jahr müssen wir wieder um 20% wachsen? Da hat keiner Lust drauf, weil das bedeutet Anstrengung, ne, das bedeutet Druck, das bedeutet Stress. Und die meisten sind ja sowieso schon völlig ausgepowert, ne, gerade in diesen Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Und es gibt eine Wissenschaft und diese Wissenschaft, die schlägt eine andere Art des Wachstums vor, nämlich ein Wachstum, was den Einzelnen beflügelt und was dem ganzen Unternehmen dient. Und diese Wissenschaft, das ist die positive Psychologie. Erfolgreich und glücklich wollen wir ja alle sein. Ja, aber wenn du jetzt wirklich mal dich fragst oder auch Mitarbeitenden im Unternehmen oder Führungskraft, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg? Ja, dann gibt es da, ich bleibe jetzt mal in den klassischen Bereich, ne, das heißt, weiß nicht, 20% mehr Umsatz im nächsten Jahr, 10% mehr Rendite. So, und wenn du jetzt aber fragst, warum ist dir das eigentlich so wichtig? Da gibt es Antworten drauf. Ja, das ist mir wichtig, weil wir wollen gute Arbeitgeber bleiben, wollen attraktiv bleiben, Arbeitsplätze halten, Marktanteile sichern. Aber wenn du jetzt immer weiter fragst, dann kommt man bei jedem Menschen plötzlich auf emotionale Antworten. Also wenn du immer fragst, warum ist dir das eigentlich so wichtig? Irgendwann kommst du auf so Antworten, dass jemand sagt, naja, also ich mache das Ganze deswegen, damit ich in der Früh gern aufstehe. Dass ich das Gefühl habe, dass ich was Sinnvolles mache. Dass ich was vorwärts bringe. Also in Wirklichkeit wollen wir gar nicht erfolgreich sein, sondern wir wollen glücklich sein. Und jetzt ist es sehr spannend, weil das haben sich die Wissenschaftler vor einigen Jahren sehr genau angeguckt, mit folgendem Ergebnis. Erfolgreichere Menschen sind nicht glücklicher. Aber was noch viel spannender ist, die haben was anderes herausgefunden. Die haben nämlich gezeigt, dass man die Formel umdrehen kann. Die haben nämlich gezeigt, wenn es denn gelingt, dass Menschen ein erfüllteres Leben haben, dass sie sich glücklicher fühlen, dann sind die auch erfolgreicher. Also dann sind die kreativer, dann sind die loyaler, dann verkaufen die mehr, dann haben die Lust auf Leistungen, dann sind die weniger krank. Und das Gute ist jetzt dran, dass es wirklich diese Wissenschaft gibt, die zeigt, welche Rahmenbedingungen bräuchten wir, dass Menschen auch im Unternehmen ein glücklicheres Leben haben und dann dazu auch noch zu mehr Leistung, zum Erfolg kommen. So, es gibt mehrere Faktoren, die auf dieses erfüllte Leben einzahlen. Einer dieser Faktoren sind die äußeren Faktoren. Was meine ich mit äußeren Faktoren? Ja, wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto? Wo wohnst du? Welchen Status hast du in der Gesellschaft? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Also alles, was so im Leben von außen kommt, was im Leben so passiert. Was glaubt ihr, mal
Tippt mal bitte in den Chat rein, was glaubt ihr, wie viel Prozent tragen die äußeren Faktoren zu diesem erfüllten Leben, zu diesem Happiness-Level bei? Also tragt mal ein, wie viel Prozent? Schauen wir mal, ob ihr die ähnliche Meinung habt. 10%, 20, 30, 60, 70, 10. Ja, es ist unterschiedlich schon mal spannend. 80% glauben die Leute, ja. Da gibt es schon verteilte Meinungen. 40, okay. Klasse. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das hat natürlich auch die Wissenschaft sehr interessiert und da gibt es also wirklich unzählige Experimente dazu. Ich versuche das mal hier zusammenzutragen. Man hat eigentlich Folgendes rausgefunden, dass es diesen Effekt gibt, es passiert irgendwas in deinem Leben, ja, was Gutes. Du wirst befördert, du hast ein tolles Projekt gemacht, du kriegst eine Gehaltserhöhung, was auch immer. Und dann gibt es erstmal Wolke 7 und jetzt passiert etwas Interessantes, nämlich, dass wir uns dran gewöhnen. Und dieser Gewöhnungseffekt ist sehr dramatisch. Also diese Zeit hier dazwischen, selbst nach wirklich großen Sachen, also mit Lotteriegewinn, tolle, wirklich berufliche, einzigartige Beförderung, ja, da liegen 1 bis 2 Monate. Das heißt, der Gewöhnungseffekt an die äußeren Faktoren ist sehr, sehr groß. Und im Durchschnitt macht der nur 10% aus. Also das überschätzen wir meistens. Ja, ein paar im Chat habe ich gesehen, hatten auch 10% stehen, aber es waren auch sehr viele drüber. Und ja, so geht es ja auch in der ganzen Gesellschaft. Ist natürlich für Unternehmen auch schwierig, weil wenn Unternehmen in äußere Faktoren investieren, dann kostet das Geld. Und wenn die Belegschaft zwar am Anfang jubelt, sich aber relativ schnell wieder dran gewöhnt, dann ja, haben wir nicht so viel davon. Zweite Frage mal an euch. Ich habe vor kurzem eine spannende Studie gesehen. Da ging es darum, dass man ganz viele Leute gefragt, was glaubt ihr, was ist denn das glücklichste Jahr in der Ehe? Also wer eine Idee hat, was das glücklichste Jahr in der Ehe ist, was am meisten genannt wird, dann schreibt es doch mal kurz in den Chat rein. Ja, Susanne Bohrer, vor der Ehe. Jawohl. Das letzte, Karl-Maria. Ja, sehr, sehr gut. Dann ist es endlich vorbei. Ne? Also ab 30 Jahren der Hochzeitstag. Ui, alles spannende Antworten. Es war die richtige Antwort auch schon dabei. Es ist das Jahr vor der Ehe. Und es gibt natürlich auch Begründungen dafür, weil da diese Erwartungen noch so groß sind. Ja, wie wird das sein, wenn ich mal Ehemann, Ehefrau bin, wenn ich vor dem Altar stehe und wenn das große Fest noch kommt? Was man aber auch gesehen hat, dass nach circa 2 Jahren dieses Eheglück verbraucht ist. Also wie wir es gerade so gesehen haben, ne? Dass es schon das nach oben gibt und dann gewöhnen wir uns sehr dran. Also es sind nicht die äußeren Faktoren, die den großen Anteil zu diesem Happiness-Level machen, sondern es gibt einen Faktor, der sehr viel intensiver ist, der sehr viel mehr bewirkt. Und das Tolle ist, dass wir diesen Faktor auch selber verändern können. Und dieser Faktor ist die innere Einstellung. Also das ist die Haltung, mit der man mit dem umgeht, was einem im Leben so passiert. Ein Mensch, der seine Haltung nicht verändert, in dessen Leben wird sich nichts Grundlegendes ändern. Ein Mensch, der seine Haltung verändert, in dessen Leben wird sich alles verändern. Ja, ein Mensch, der seine Haltung verändert, in dessen Leben wird sich alles verändern. Nur die meisten wissen nicht, wie soll ich das tun? Es wäre ja schön, ne, eine andere Haltung zu haben zu dieser Krise, zu dieser Corona-Krise, zu dieser Überforderung, vielleicht auch zu Leistungsgedanken. Und noch schwieriger vielleicht, wie kriege ich das im Team hin? Oder was ja dann meine Aufgabe auch ist mit Corporate Happiness, meinen Mitarbeitenden, wie kriegen wir das denn im gesamten Unternehmen hin? Wie schafft man das denn? Und ich habe auch hier mal mitgebracht, das ist die Innenansicht des Gehirns. Also ihr seht da ganz viele grüne Punkte, das sind die Nervenzellen. Und manche sind jetzt miteinander verbunden, wie ihr hier seht, und andere nicht. Und wenn man jetzt in eure Köpfe reinschauen könnte, das kann man ja mittlerweile,
dann würden wir sehen, dass bei jedem von uns das unterschiedlich verknüpft ist. Es gibt eine unterschiedliche Verknüpfung dieser Nervenzellen und das ist auch die Basis, dass wir alle ein individuelles Erleben haben. Also dass du ganz individuelle Gedanken, Emotionen und Gefühle hast. Und jetzt haben sich die Wissenschaftler natürlich lange gefragt, ja, wie verknüpfen sich denn diese Nervenzellen? Weil man wusste ganz am Anfang, also noch in der unbefruchteten Eizelle gibt es nur Nervenzellen und keine Verknüpfung. Und man dachte bis vor ein paar Jahren, dass es ein genetisches Programm gäbe, wie sich diese Nervenzellen verknüpfen. Mittlerweile weiß man, dass das nicht richtig ist. Sondern das Gehirn, dein Gehirn, verknüpft sich ausschließlich über Erfahrungen, die du machst. Das ist sehr, sehr spannend. Also wir kriegen alle ein Gehirn dafür, wie wir unser Gehirn einsetzen. Und ich möchte dir eine kleine Idee geben, was positive Psychologie ist, welche Fragen du dich fragen könntest, vielleicht Fragen, die du dich länger nicht gefragt hast. Das sind auch die Bereiche, wie wir in Unternehmen arbeiten, mit Mitarbeitenden. Da werde ich später noch kurz drauf eingehen. Und es sind Fragen, die dich in neue Erfahrungen bringen. Ja, und darum geht es letzten Endes. Der erste Bereich, ich schreibe das hier für dich auch ein bisschen mit, also der erste Bereich, das ist wirklich das Thema Haltung. Es geht nicht darum, um kurzfristige Verhaltenstipps. Es geht auch nicht um positives Denken, sondern es geht wirklich, dass du dir Zeit für Reflexion nimmst und aufbauend auf dieser Reflexion neue Erfahrungen machst. Zum Beispiel eine Erfahrung, dich mit Dankbarkeit zu beschäftigen. Also wie gehst du durchs Leben? Ja, nimmst du das alles für normal an, dass du jetzt gerade so gesund bist, dass du hier zugucken kannst? Ja, uns fällt es ja immer erst ein, wenn wir krank sind und dann ist großes Drama, wollen wir wieder gesund werden und wenn wir gesund sind, ist es wieder normal. Ne, wie gehst du durchs Unternehmen durch? Wenn du wirklich Mitarbeiterbegeisterung haben möchtest, dann kommst du aus meiner Sicht um einen Punkt nicht herum. Dass du nämlich diese Menschen im Unternehmen fragst, was ist dir als Mensch wirklich wichtig? Was ist dir wirklich bedeutsam? Hast du eine persönliche Vision? Also der zweite Bereich, das ist die Frage nach dem Sinn. Ja, und wenn ein Mensch, wenn ein Mitarbeiter das beantworten kann, ja, was ihm im Leben wichtig ist, und er jetzt mit Blick auf ein Leitbild, ne, oder auf Werte merkt, dass er ein Teil von dem, was ihm im Leben wichtig ist, in diesem Unternehmen leben kann, ja, dann haben wir einen loyalen Mitarbeitenden. Ja, also den hält dann was im Unternehmen. Nicht die Tätigkeit, die kriegt er woanders auch, muss er nur zur Konkurrenz gehen. Nicht das Gehalt, wird er woanders auch bezahlt. Ein paar nette Kolleginnen und Kollegen wird er ja auch finden. Rainer Voss, ehemaliger Investmentbanker, hat es ja schon auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir haben so viel Know-how in den Unternehmen. Wir haben so viel Fachlichkeit, so viel Expertise. Aber wir haben so wenig Know-why mehr. Dieses Warum fehlt. Wenn du auf dein Leben guckst, dann werden die meisten von uns die Erfahrung machen, dass wir doch recht schwächenorientiert aufgewachsen sind. Also, dass man uns gesagt hat, naja, wenn du weiterkommen willst, dann musst du das, was du nicht gut kannst, einfach besser machen. Ja, das ist Schwächenorientierung. Und ich möchte euch mal den Unterschied zwischen Stärken- und Schwächenorientierung aufzeigen, und zwar am Beispiel der Pinguine. Da bin ich inspiriert worden durch Eckhard von Hirschhausen, aber ich habe die Geschichte dann noch ein bisschen weiter gesponnen, wie ihr gleich sehen werdet. Also wenn du einen Pinguin jetzt hier mal so anguckst, ja, der ist an Land, muss man sagen, naja, bisschen armseliges Geschöpf. Ne? Also was hat der da? Das sind Arme, die nicht greifen können, die kann an Land auch nicht fliegen, ein bisschen untersetzt, kurze Beine, also es wird kein schneller Renner sein und ja, der liebe Gott hat noch die Knie vergessen.
Also an Land, wir können es kurz machen, schlechter Mitarbeiter. Im Wasser schwimmt ein Pinguin ungefähr 2000 Kilometer, also die Distanz von 2000 Kilometer mit umgerechnet einem Liter Benzin. Ja, Wahnsinn. Ein großartiger Mitarbeiter. Und jetzt machen wir es mal so. Ich weiß, dass auch viele Führungskräfte zuschauen, aber auch wenn du keine Führungskraft bist, du versetzt dich mal in die Lage, du bist Führungskraft und das, was du jetzt siehst auf dem Bildschirm, das sind deine drei Mitarbeitenden. So, und jetzt steht das nächste Jahr an, ne? Es gibt Strategie, vielleicht kommt der Inhaber oder dein Chef auf dich zu und sagt, also wir müssen im nächsten Jahr, ist es ganz wichtig, dass wir alle, in allen Abteilungen, auch in deiner Abteilung, möglichst schnell und hoch auf Bäume klettern. Und dann schaust du deine Mitarbeitenden an und denkst dir, oh mein Gott, das Jahr 2022, das wird auch kein leichtes. Aber ja, du hast ja eine Idee, die wir alle haben. Also unangenehme Nachricht, werden die Pinguine nicht gerne hören. Also wir trommeln die zusammen, mieten uns ein Hotel, Workshop-Raum, gutes Abendessen, gute Getränke, unangenehme Botschaft. Und du besprichst es mit deiner Truppe. Und wie du so im Tagungshotel dann bist, ne, und dir so die Bettdecke so über die Nasenspitze kurz vorm Einschlafen ziehst, denkst du dir so, Aufbruchstimmung war das aber heute nicht. Also, nächster Punkt, Einzelgespräche. Also, du nimmst einen Pinguin in dein Büro, sagst, lieber Pinguin, also wir hatten ja den Workshop, ne, du erinnerst dich, und bei dir, das muss sich auch ändern. Ne? Du musst höher und schneller auf Bäume raufkommen, und also wir nehmen jetzt mal wirklich an, dass dieser Pinguin dich mag, das Unternehmen mag, total loyal. Also wir haben keine Störfaktoren. Ja, der kann das nur nicht. Und dann kommt die Lösung. Ja, dann sagt man, es gibt ja Seminare. Ja, Seminarkatalog rausgeholt. Ui, da gibt es Kurse. Da kann man Mitarbeitende anmelden, dass die lernen, auf Bäume zu klettern. Und da meldest du einen Pinguin an, der sagt, ja, okay, Chef, also vielen Dank, ne, für meine Entwicklung. Meldest gleich alle drei Pinguine an, gibt es noch Gruppenrabatt. Und dann, genau, schick dir die dahin. Der Trainer vor Ort ist auch so eine Berufung. Der kriegt ja von allen Unternehmern Pinguine geschickt, weil Schwächenorientierung einfach das Thema ist. Ja? Und naja, auf jeden Fall kommen dann deine drei Pinguine, die kommen dann wieder zurück und sagen, und dann fragst du so, und wie war's? Sagen die, ja, du, also war ganz okay, tolles Seminar, nochmal vielen Dank, dass du in mich investiert hast. Abendessen war super, tolles Hotel, Übungsleiter war super. Aber irgendwann sagst du, okay, lieber Pinguin, aber wie schaut es mit dem Bäume hochklettern aus? Da wird der Pinguin dann etwas stiller, ist ein bisschen schüchtern, scheu und sagt, naja, also manchmal komme ich schon zur ersten Astgabel. Ja, das ist Schwächenorientierung. Also du wirst in diesem Leben aus einem Pinguin keinen Affen machen, der da so schnell hochklettert. Und ganz lustig, ich setze ja diese Dinge auch um, von denen ich erzähle. Also wenn ich da mit dem Pinguin fertig bin, dann gehe ich meistens in ein anderes, über einen Gang in ein anderes Zimmer, ne, und gucke da, mache die Tür auf. Und was sehe ich da? Affen beim Schwimmkurs. Schwimmflügel an, Schwimmweste an, Riesenaufwand, nichts geht vorwärts. Ja, das ist leider Schwächenorientierung. Ich sehe manche Mitarbeitenden, die sitzen seit 10 Jahren am falschen Platz, sitzen irgendwo im Organigramm, da steht irgendwas drüber und dann gibt es jemanden, der versucht, diesen Mitarbeitenden dann zu entwickeln. Was deutlich spannender wäre, wäre zu sagen, wo ist denn unser Wasser? Also wo ist dein Wasser? Also der du jetzt gerade hier zuhörst, ne? Mal kurz innezuhalten. Bin ich im Wasser oder bin ich am Land? Du könntest das als Führungskraft deine Mitarbeitenden fragen oder deine Mitarbeitenden könnten das natürlich andersrum genauso machen und könnten sich auch selber fragen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Dritter Punkt ist die Stärkenorientierung. Wenn du auf dein Leben, oder nee, ich muss anders sagen, wenn
Also die meisten Menschen denken, dass positive Emotionen, dass es die deswegen gibt, damit man sich gut fühlt. Dass das so ein Stimmungsding ist. Was aber die wenigsten wissen, dass wir positive Emotionen für die Hirnentwicklung brauchen. Also wenn sich diese Nervenzellen im Kopf, ja, wenn die sich nochmal ganz anders verbinden sollten, also grundlegende Veränderungen, wirkliche Potenzialentfaltung, dann braucht das Gehirn Eiweißstoffe. Also das Hirn braucht spezifische Eiweißmoleküle, dass das überhaupt geht, diese Veränderung. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Diese Eiweißstoffe werden nur ausgeschüttet, wenn du emotional von was berührt bist. Also wenn du so ein Leuchten in den Augen kriegst, ja, wenn du begeistert bist von irgendwas. Und jetzt frag dich mal, wie oft bist du an deinem Arbeitsplatz emotional von etwas berührt? Also ich bin ja, Matthias hat es ja anmoderiert, ich bin ja ehemaliger Controller. Ich glaube, ich habe niemanden emotional abgeholt. Das ist mit Excel-Sheets schwierig. Das ist mit Word auch nicht leicht. Ja, und vielleicht merkst du jetzt, dass es geht hier nicht nur um Mitarbeiterzufriedenheit, es geht um was viel Grundsätzlicheres. Dass nämlich dass wir in den Hirnen, wenn man so will, der Belegschaft, dass wir was Grundsätzliches verändern könnten. Das ist die Basis für Innovation, die Basis für Kreativität, die Basis für Weiterentwicklung. Also den vierten Bereich, den ich mit euch kurz skizzieren möchte, sind positive Emotionen. Ja, soweit mal ganz kurz zum theoretischen Input. Es gibt natürlich Unternehmen, die das umsetzen. Und nachdem ein Unternehmen da auch sehr Furore macht, das kennen bestimmt viele von euch, möchte ich da ein paar Worte drüber auch verlieren. Das ist das Unternehmen Upstalsboom, also Hotelgruppe Nordostsee, Ferienhotellerie, 700 Mitarbeitenden. Den Chef seht ihr unten rechts, Bodo Jansen. Mittlerweile kennt den ja fast jeder, der sich mit Kultur und im Unternehmen mit Potenzialentfaltung auskennt. Kinofilm, Stille Revolution, der Upstalsboom-Weg. Und ich habe Bodo Jansen in den ersten 3 Jahren begleitet. Also da gab es eine Kultur wirklich der Angst. Also das war nicht einfach. Es gab eine anonyme Mitarbeiterbefragung, Schulnote 5. Wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Und wir beide haben dann das Thema versucht, ins Unternehmen reinzutragen, die positive Psychologie. Und ich fange mal erst mit den Erfolgen an und dann sage ich euch nachher, wie es geht und vor allem, wie es nicht geht. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Also nach 3 Jahren haben wir die Erfolge gemessen. Das waren Mitarbeiterzufriedenheit plus 80%. Fluktuation halbiert. Krankheitsquote von 8% auf unter 3%. Anzahl qualifizierter Bewerber verfünffacht. Umsatz verdoppelt bei gesunkenen Kosten. Also glücklichere Menschen sind auch erfolgreicher. Und jetzt hört sich das natürlich alles sehr toll an, deswegen möchte ich euch eine kleine Geschichte des Scheiterns erzählen, weil ich ehrlich gesagt eher aus dem Scheitern mehr lernen kann, als wenn, ihr könnt die ganzen Filme googeln, könnt ihr euch angucken, sehr, sehr lohnenswert. Aber am Anfang sind wir gescheitert. Warum? Weil wir hatten die Idee, dass wir die positive Psychologie den Führungskräften vorstellen, also Hoteldirektor, Hoteldirektorin, Abteilungsleitenden haben wir versammelt, Trainings, Coaching, positive Psychologie und haben denen gesagt, bitte tragt das dann nach unten weiter in eure Teams. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also in manchen Bereichen schon, aber da war die Führungskraft in dieser Abteilung, wo das so gut funktioniert hat, die war vorher schon sehr stark bei unseren Themen. Das heißt, das hat uns jetzt nicht sehr verwundert und in anderen Bereichen hat es überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir diese Methode komplett verändert. Und sind auf die Freiwilligkeit gegangen.
Wir arbeiten ja immer wieder mit Gerald Hüther zusammen und ja, Gerald hat uns damals inspiriert dazu, dass wir auf die Freiwilligkeit gehen. Und so machen wir das heute noch. Wir haben, das vielleicht reicht die Zeit, wir haben große Unternehmen wie Telekom, wir haben aber sehr viel mittelständische Unternehmen, natürlich Familienunternehmen, oft 2.000, 3.000 Mitarbeitenden und machen es immer das Gleiche. Also Schritt eins, man muss ein bisschen die Führungskräfte abholen, aber dann kommt was anderes. Dann sagen wir, wer im Unternehmen hätte eigentlich Lust, sich ein Jahr lang mit sich selber zu beschäftigen? Also ein Jahr lang mit persönlichem Wachstum. Wer hätte Lust, sich ein Jahr lang mit positiver Psychologie zu beschäftigen? Und diese Menschen, die haben wir auch gefragt, hättet ihr dann auch Lust, Kulturbotschafter zu sein? Es war uns nicht wichtig, von welcher Hierarchieebene die kamen. Für uns war ganz wichtig, dass die diese Entschiedenheit haben und gesagt haben, boah, ich finde das Thema richtig klasse. Gab es wirklich ein intensives Bewerbungsverfahren. Ich hole das jetzt hier nicht so aus, aber die haben dann wirklich das Heft in die Hand genommen. Das ging nicht über die Führungskräfte, sondern es ging über Mitarbeitende, die Kulturbotschafter waren und die freiwillig gesagt haben, da habe ich richtig Lust drauf. Und da haben wir versucht, dass wir die übers Unternehmen verteilen. Ja, und da gab es dann auch diese tollen betriebswirtschaftlichen Erfolge. Ich möchte noch ein Thema weitergehen und dich ein bisschen inspirieren. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die so Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind. Ja, ich bin es ja auch oder war es auf jeden Fall noch viel mehr früher. Ist ja auch eine berechtigte Frage, dich mal zu fragen, wie viel Geld verlierst du denn, wenn du dich nicht mit diesem Thema beschäftigst? Was ich euch hier mitgebracht habe, Gallup-Studie, da werden Mitarbeitende gefragt, wie emotional gebunden bist du denn im Unternehmen? Da seht ihr grün, 15% sagen, ich bin total innerlich, also bin super dabei, das sind genau die Mitarbeiter, die wir gerne hätten. 14% sagen, roter Bereich, innerlich gekündigt. Und jetzt kommt es, 71% sagen, ich mache Dienst nach Vorschrift. Und ich glaube, wir ahnen schon alle, dass da dem Unternehmen natürlich viel verloren geht. Und das Spannende ist, die 71%, die können sich ja für vieles auch begeistern. Ja, die sind begeistert, laufen ihren Hobbys hinterher, sind ehrenamtlich engagiert. Sie können sich nur nicht für das im Unternehmen begeistern. Und wenn man das jetzt mal in Zahlen rechnet, also ne, die weniger Engagierten, ihr seht hier 71% Dienst nach Vorschrift, ich nehme die mal plus 14%, sind wir bei 85%. Ich gehe die Rechnung jetzt relativ schnell durch, weil ich möchte mich jetzt nicht zu lang aufhalten. Wir können es nachher nochmal besprechen, kannst uns gerne auch eine Mail schreiben, dann schicken wir dir das auch nochmal zu. Ich lasse die Leute zum Teil auch selber Zahlen einsetzen. Ich habe neulich erst eine Volksbank, Raiffeisenbank, den Bankdirektor auch gewonnen, auch bei dieser Rechnung, ne, weil ich ihn selber Zahlen habe einsetzen lassen. Ich mache es mal hier im Schnelldurchgang, analog der Studie. Also wenn du sagst 85% gering engagierte Mitarbeitende, wenn du sagst 500 Mitarbeitenden haben wir, wenn du sagst, jeder Mitarbeitende verdient im Durchschnitt so 3,5, also mit Lohnnebenkosten, ich zahle 12 Monatsgehälter und ca. 25% leisten die geringe Engagierten, weniger als die Top-Engagierten, dann kannst du ausrechnen, was dich dieser Kuchen, den ich vorher gezeigt habe, was der dich kostet. Ja, und in dem Fall sind es bei 500 Mitarbeitenden ca. 4,5 Millionen Euro, die du bezahlst dafür, für diese Engagementverteilung. Ja? Jahr für Jahr für Jahr. Bei 100 Mitarbeitern sind es immer noch knapp 1 Million. Das sind halt Dinge, die eingepreist sind. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass du keine Mitarbeiterbindung haben wirst. Und das wird halt in Zukunft tödlich sein. Ich habe euch hier mitgebracht Nikolai Kontradjew, ein russischer Wissenschaftler, der den Nobelpreis bekommen hat, indem er gezeigt hat, dass es immer einen Megatrend gibt, einen sogenannten Kontradjew-Zyklus. Also ihr seht unten eingeblendet die Jahreszahlen. Und zu jeder Zeit hat eine Volkswirtschaft einen absoluten Megatrend. Das ist dann so eine Kurve, die steigt dann so an. Es werden Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Und Megatrend heißt er deswegen, weil es die größte Produktivität gibt in diesem Bereich. Irgendwann kommt aber dieser Trend zu einem Ende
und er flacht ab. Das Thema gibt es natürlich immer noch, aber es hat nicht mehr die höchste Produktivität. Also wenn ihr jetzt guckt, hier ganz rechts, fünfter Kontradiff-Zyklus, Informationstechnologie. Also am Anfang dieser Kurve, so Anfang der 80er Jahre, da saß so Bill Gates in seiner Garage und hat am ersten Computer umgeschraubt. 20 Jahre später waren wir ganz oben. Da hat jeder einen Computer gehabt, Business wie privat. Und jetzt sagen die Kontradiff-Forscher, wir sind durch den Zyklus durch, weil die Produktivität nicht mehr so hoch ist. Du kannst dich ja selber mal fragen, wenn ich deinen Computer nehme und ersetze ihn mit einem Computer, der 200 Mal so schnell ist, wie viel produktiver bist du dann noch? Die meisten merken es gar nicht mehr. Ja, wir sind längst im sechsten Kontradiff-Zyklus unterwegs. Das ist der Lebensqualität und der psychosozialen Gesundheit. Schau, in den letzten 200 Jahren, woher kam das Wachstum? Das kam durch Maschinen und es kam durch Erfindungen. Und jetzt hat sich jetzt plötzlich der Mensch zum Engpassfaktor geworden. Ja, die meisten Menschen in den Unternehmen, also es gibt überhaupt das Problem, dass man noch genügend bekommt. Ne? Es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt einen demografischen Wandel. Die im Unternehmen beschäftigt sind, viele sind psychisch gestresst, können sich nicht mehr so mit dem Unternehmen identifizieren. Ja, manche haben schon Abwanderungsgedanken. So, und deswegen ist positive Psychologie schon längst im Workplace angekommen. Also es ist nicht die Frage, ob du dich für diesen Weg entscheiden wirst, sondern es ist nur noch die Frage, wann. Und das, was ich eigentlich euch in diesem kurzen Impuls jetzt mitgeben wollte, ist das Wachstum im sechsten Kontradiff-Zyklus. Also ein Wachstum, bei dem die Freude da ist, denkt an die Babys, die ich euch am Anfang gezeigt habe, ja, die das mit einer Freude machen. Ein Wachstum, was den Einzelnen beflügelt. Wachstum des sechsten Kontradiff-Zyklus ist ein Wachstum, was sinnorientiert ist. Denkt an das Know-Why. Das ist ein Wachstum, wo die Pinguine im Wasser sind, wo man sich damit beschäftigt. Ja, wann geht es dir gut? Das ist ein Wachstum, wo die Mitarbeitenden positive Emotionen haben, wo wir eine Kultur der Begeisterung haben. Ich möchte auch in den letzten 5 Minuten dir eine ganz konkrete Übung mitgeben. Und vielleicht hast du Lust, mitzumachen. Und vielleicht geht dir das auch so, dass wir alle eigentlich ab und zu in ein Jammern verfallen. Ja, das ist bei Mitarbeitenden so, ist bei den Führungskräften so. Bei manchen ist es privat mehr als im Business. Und vielleicht hast du Lust, da mitzumachen. Dann, inspiriere ich dich dazu. Also ich zeige dir das hier mit einem Bändchen, was wir extra dafür produziert haben. Das kannst du gerne auch durch uns bekommen. Du kannst es aber auch selber mit was anderem machen. Also nimmst einfach ein Bändchen. Bei uns steht drauf, nicht beklagen, neues wagen. Oder nimmst eins deiner Bändchen, die du hast. Oder besorgst dir eins. Und also die Challenge ist sehr einfach. Du gehst so durchs Leben, durch deinen Berufsalltag. Und immer dann, wenn du merkst, jetzt bin ich gerade ins Jammern verfallen, dann ist die Aufgabe, das Bändchen zu wechseln. Also dann hast du es auf dem anderen Handgelenk. Ziel der Challenge ist, dass es dir gelingt, 21 Tage am Stück das Bändchen nicht wechseln zu müssen. Ja, Highway to Hell ist das. Also wer es ausprobiert, 4 bis 6 Monate im Durchschnitt brauchten. So, das ist jetzt effektives Training für dich, wenn du da Lust drauf hast. Aber das macht auch was mit anderen, mit deinem Umfeld. Also manche werden vielleicht sagen, irgendwie Oliver, was hast du da für ein Bändchen? Aber spätestens, wenn du dann im Teammeeting, nachdem du irgendwas gesagt hast, das Bändchen wechselst, dann fragen ja Leute, sag mal, was machst du da? Und dann kommst du ins Gespräch. Und meine Quote, mir nichts glauben, selber ausprobieren. Meine Quote ist sehr konstant. Also ca. 20% der Menschen, mit denen du jetzt ins Gespräch kommst, die sagen, das ist ja großartig, da habe ich Lust drauf, mitzumachen. Ne? Wo gibt es denn diese Bändchen? Ich zeige euch mal
eine Folie von, das sind Kulturbotschafter bei T-Systems. Also links seht ihr mich, in der Mitte den Geschäftsführer. Sehr, sehr viele Menschen, die wir dann ein Jahr ausgebildet haben. Die haben auch den, seht ihr unten auch den, den Award fürs Beste, international sogar fürs beste Projekt im HR-Bereich gewonnen. Und denen habe ich auch diese Bändchen mitgegeben. Und das Spannende war, also ne, es waren so 25, 30 Bändchen, und ich hatte 3 Monate später Bestellungen von fast 4.000 Bändchen von Leuten, die ich ja nie gesehen habe, denen ich nie die Übung erklärt habe. Ja, das ist Kulturentwicklung. Und ich muss es vielleicht nochmal erklären, es ist nicht das Bändchen, es ist nicht das Tool, sondern es ist die Haltung, mit der man das macht. Also, dass du es für dich machst, dass du an dir arbeitest. Also du kannst, ich blende es ja nachher nochmal ein, unsere Webadresse oder Googles Corporate Happiness Shop oder Bändchen, ne? Dann kommst du immer auch auf uns. Aber ich sage es gleich, also manche bestellen dann gleich 10 Bändchen, und weil sie es für andere Personen auch mitnehmen, es ist nicht so gut, am Abend nach Hause zu gehen und sagen, hey, ich habe einen tollen Vortrag gehört, Schatzi, da gab es eine Übung mit so einem Bändchen und da habe ich nur an dich gedacht. Das kommt nicht gut an. Es kommt auch nicht gut an, den Mitarbeitenden diese Bändchen zu kaufen und zu sagen, komm, Handgelenke her, jetzt fangen wir an. Sondern die Haltung ist das Wichtige, dass du es für dich machst. Ja, dass du Vorbild bist. Dass du versuchst, erstmal nicht auf die anderen zu gucken, und dass du mehr dazu übergehst, Menschen zu inspirieren und zu ermutigen. Und Bodo Jansen hat in einem seiner Videos, fand ich, einen schönen Satz gesagt, mit dem ich abschließen möchte, diesen Impuls. Wenn du in deinem Unternehmen etwas weiterbringen willst, als Führungskraft, als Unternehmer, dann bist du gut beraten, zunächst und ausschließlich mit dir selbst anzufangen. Viel Spaß beim Ausprobieren und ja, freue mich, wenn es noch Fragen gibt, dann können wir noch diskutieren. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Oliver. Haut mal bitte eine 1 in den Chat für den gelungenen Vortrag, für die Mega-Impulse. Sehr, sehr cool. Danke dir, Oliver. Immer wieder inspirierend, vor allem die Gallup-Studie finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend. Sieht, was da an Geld verschenkt wird. Ich finde es dann auch mal spannend, wie Unternehmen dann kommen und dann hoffen, so nach dem Motto, Mensch, ich brauche motiviertere Mitarbeiter. Was können wir dann machen? Neue Mitarbeiter. Und wenn du mal denkst, was für ein Potenzial tatsächlich brach liegt, gerade auch in der aktuellen Zeit, und mit wie wenig da viel zu bewegen ist, ob es dann so ein Armbändchen ist zum Beispiel, ne? Oder so mit den Kleinigkeiten, wo man gar nicht so viel investieren braucht und trotzdem sehr viel bewegen kann. Ja, danke dir, lieber Oliver. Schreibt gerne mal in den Chat eure Fragen. Was sind so die Fragen, die euch auf den Nägeln brennen? Habt ihr den Experten hier, der unter anderem mit T-Systems arbeitet, der wirklich ein- und ausgeht bei den DAX-Unternehmen, und mitverantwortlich ist, dass der DAX neue Höchstwerte erklimmt und durch motivierte Mitarbeiter, dank motivierter Mitarbeiter. Was wollt ihr von Oliver wissen? Was ist euch da wichtig? Bisher haben alle da sehr, sehr gespannt zugehört und haben sich gar nicht getraut, was reinzuschreiben. Sven schreibt hier, war super, danke. Genau, kann ich nur absolut bestätigen. Top, danke, sagt Stefan. Was haben wir hier? Da. Genau, ah, sehr schön. Der liebe Franz Hofer fragt, was hältst du von unserem lieben Glücksforscher Dr. Martin Seligman? Ja, also sehr viel. Ihm haben wir ja zu verdanken, dass es dieses Fach in dem Sinne gibt. Also für die, die den Namen noch nicht gehört haben, um die Jahrtausendwende ist ein neuer Präsident der amerikanischen Psychologen gewählt worden, Martin Seligman. Und der hat dafür geworben, dass er gesagt hat, wir müssen mal in der Psychologie uns nicht ausschließlich um die Menschen kümmern, die wirklich krank sind, ne? Depressionen haben, Schizophrenien und so weiter. Da ist ja die Psychologie sehr, sehr gut aufgestellt. Sondern wir müssen uns mal um den normalen Menschen kümmern, der jetzt keine Krankheiten hat, psychischer Natur, sondern der einfach im Leben, so wie wir alle, einfach unterwegs sind. Also das heißt, Leute nicht nur von -5 wieder auf 0 zu bringen, sondern was müsste man tun, um von +3 auf +5 auf +10 zu kommen? Und hat dann ja letztendlich die humanistische Bewegung, die es ja früher auch schon mal gab,
aufgenommen und hat ein Fach ausgerufen, positive Psychologie. Es war so Anfang der Jahrtausendwende und das braucht dann immer so ein paar Jahre, bis es dann nach Deutschland rüberschwappt. Und ich habe den selber auch ein paar Mal live erlebt und muss wirklich sagen, ein Mann, der das lebt, was er sagt, sehr authentisch und finde den absolut Vorbild. Und der hat auch eins verstanden, das Thema zu vermarkten. Der hat dann nämlich wirklich auch wirklich Millionen von Forschungsgeldern auch akquiriert und hat das Thema dann auch groß gemacht. Und ja, viele können sich da jetzt, glaube ich, freuen und entsprechend auch diese Ergebnisse nutzen. Ja, danke, danke dir mal. Danke dir, Oliver. Ja, genau, Martin Seligman. Sehr spannende Studien auch im Bereich der Versicherungsbranche. Ne? War ja auch da mit der Metropolitan Life zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Studie, die da auch seine Kreise zieht. Sehr cool. Thomas hat ein sehr, sehr aktuelles Beispiel, was viele Menschen interessieren wird, gerade wenn wir auch auf die Zeit gucken, in der wir uns bewegen aktuell. Er sagt, wie motiviert man Mitarbeiter gerade in Pflegeberufen? Ja, das ist ja eine ganz spezielle Branche gerade auch, wo es ja meines Erachtens, also ich bin da jetzt kein totaler Kenner, aber irgendwie hat ja jeder schon mal da Kontakt gehabt, also wo ja Leute sehr bewundernswert engagiert sind, zum großen Teil das wirklich mit einem großen Interesse an den Menschen machen, aber in einem System ja auch ja, gefangen sind, was, also gibt ja zumindest dann die gesetzlichen, gibt auch die privaten, gibt schon Unterschiede. Aber letzten Endes, wenn du gar nicht so viel Zeit hast und du musst dich um so und so viele Patienten kümmern, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Ich glaube auch nicht, dass man Menschen motivieren kann, aber man kann sie demotivieren. Also motivieren kann man nur sich selber. Und diese Rahmenbedingungen, die... Ich habe damals mal mit Gerald Hüther mal mich unterhalten und wir wollten was gemeinsam für Pflegeberufe machen, weil wir eigentlich dachten, komm, wir machen so ein Projekt, das kostet die Leute nichts und das machen wir einfach so, damit wir was Gutes tun. Und habe aber dann gesehen, dass das eigentlich, also unser Ansatz geht ja darum, dass Mitarbeitende sich ermächtigen, dass die über sich hinauswachsen. Und ich habe bei vielen Pflegekräften aber gesehen, dass das gar nicht der Punkt ist, dass die super unterwegs sind, aber dass es die Rahmenbedingungen sind, ne, die man ja nicht ändern kann. Und letzten Endes führt es uns dann dazu, wie es vielleicht mit Corona genauso ist oder mit anderen schwierigen Sachen, die dir im Leben passieren. Ja, du hast ja nur die Wahl, wie du damit umgehst. Ja, und entweder du kannst es verändern, das fällt dann schon mal weg, wenn man es nicht verändern kann. Dann kann man es akzeptieren, kann man sagen, okay, also ich habe meinen Frieden damit gemacht, also nicht so nörglerisches, sondern so ein, ja, okay, wähle ich trotzdem. Oder ich kann das System verlassen. Ne? Ich kann in dem Fall kündigen und sagen, gebe ich mir nicht mehr. Oder es gibt halt das Jammern. Ne? Dafür war das Bändchen ja auch gerade da. Und die ersten drei, die sind zumindest mal selbstbestimmt. Ja, da bist du der Chef und kannst du sagen, ich entscheide mich. Bei dem Jammern bist du dann ja, das Opfer. Und also so sehe ich das, ne, dass man nur jedem sagen kann, na klar, es gibt vielleicht auch Menschen, die sich selber fragen, ne, was bewegt mich, welcher Sinn? Aber das finde ich, das könnte ein bisschen so fast wie Hohn manchmal klingen, weil es da wirklich, du einfach überfordert bist, wenn du für so viele Leute da sein musst in kurzer Zeit. Ja, das vielleicht so in aller Kürze, was mir dazu einfällt. Du hast gerade die Jammerer angesprochen. Die Susanna fragt, wie sie denn am höflichsten direkt auf Jammerer reagieren kann, damit sie mit dem Jammern dann auch aufhören und das am besten ohne sie zu beleidigen. Ohne zu beleidigen, ja. Naja, also hinter dem Jammern steckt ja dieses Opferverhalten und das merke ich immer wieder. Ich coache ja auch Führungskräfte, auch so in ganzen Settings und das gibt es dann immer wieder mal, ne? Dass jemand sagt, Mensch, also da habe ich ein paar, die sind immer am, früher war es besser und ist alles so schwierig und wenn der Chef anders wäre und wenn der Vorstand ein anderer wäre. Und ich habe gelernt, dass man da sehr viel Kraft verlieren kann, wenn man jemanden in so einer Opferhaltung so versucht rauszuziehen. Weil wer sich mit dem Drama-Dreieck beschäftigt hat, aus Retter, Opfer, Täter, der weiß, dass Opfer die machtvollste Instanz hat. Das hat eine ganz große Macht, ein Opfer. Und ich bin dazu übergegangen, und das ist auch so mein Rat, dass ich also Menschen sage, wenn du aufstehen willst, wenn du das besser machen willst, dann helfe ich dir gerne. Aber wenn du da unten liegen bleiben willst, im Jammern, helfe ich dir nicht. Das schützt ihn natürlich nicht vor den Konsequenzen, weil wenn es natürlich darum geht, wir müssen Businessziele erreichen und jemand blockiert es oder es sind andere Mitarbeitende frustriert aufgrund dieser Opfereinstellung, dann muss man wahrscheinlich auch irgendwann eine Konsequenz ziehen. Aber lass dich davon nicht so reinziehen, weil es, wenn das, ne, also es gibt dann ein Argument, was du gibst, dann gibt es das Gegenargument und da kommt man nicht viel weiter. Und naja, ohne sie zu beleidigen, steckt ja schon mit drin, auch welcher Frust da eben auch entstehen kann.
wenn einer immer sagt, geht nicht, kann ich nicht und so weiter, das lähmt natürlich sehr. Gibt es einen wissenschaftlichen Durchschnitt für die Dauer bezüglich der Änderung des eigenen Mindsets? Ja, also es gibt Erkenntnisse darüber, deswegen habe ich das auch die 21-Tages-Challenge hier gesagt, dass sich diese Nervenzellen durch Rituale, also es muss schon mit einer Begeisterung gemacht werden, habe ich ja vorher erzählt, aber dann auch durch immer wieder das Machen. Also wir sind ja so Gewohnheitstiere und da braucht man mal mindestens so 21 Tage so am Stück, dass sich im Hirn was tut. Da gibt es so ganz kleine Verknüpfungen. Je emotionaler, desto besser sind die Verknüpfungen, also desto größer und je öfter man es macht. Aber also man darf jetzt nicht erwarten, wenn man es zweimal macht, dass sich dann groß was getan hat. Aber so, ich würde mal sagen, von so einem knappen Monat kann man ausgehen, dass man da wirklich Erfolge hat. Stefan fragt noch, wie gehe ich im Lockdown bzw. in der Krise mit Mitarbeitern um, weil ja gerade auch sehr viele Unternehmer jetzt in der Zeit selber große Herausforderungen mit sich selbst auch haben. Ja, also genau, sehr viele Unsicherheiten gibt es natürlich da draußen. Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Was ist mit unserer Branche? Wie geht es weiter? Auch dann gibt es ja noch persönliche Probleme. Der eine hat Angst vor der Impfung oder vor was auch immer. Homeschooling, was da alles nicht so passiert ist. Also ich denke, dass was ganz wichtig ist, ist, dass dieser Blick, der oftmals sehr nach unten geht, also in diesen Abgrund im Sinne von noch ein Problem, noch ein Problem, noch eine Überforderung, das müssen wir noch machen, dass wir es schaffen, dass der Blick von uns im Team auch wieder nach oben geht. Und das kann man damit schaffen, dass man alleine oder auch im Team sich Gedanken macht in dieser schwierigen Zeit, die ja sehr viel abverlangt, welchen Sinn möchte ich dieser Zeit geben? Also gibt es etwas, wo wir, wenn wir in 3 Jahren zurückgucken, ob wir, wenn wir zurückschauen, sagen, da haben wir echt was auf die Beine gestellt. Also ich persönlich, ich habe es ja auch, bei mir war ja auch, ich hatte 15 Mitarbeitende und im irgendwie April, glaube ich, Umsatzerlöse von 105 Euro, also auch dramatisch. Und ich habe für mich so gesagt, okay, da wird jetzt viel auf mich zukommen, also Rahmenbedingungen, die ich nicht ändern kann, aber ich werde das versuchen zu lernen, besser mit Rahmenbedingungen, die ich nicht ändern kann, umzugehen. Da wird mir die Krise viele Möglichkeiten bieten. Und deswegen laufe ich auch nicht lachend quasi durchs Leben dann die ganze Zeit, aber es hat einen Sinn, dass das jetzt gerade schwierig ist. Und sowas in die Richtung mit seinem Team zu besprechen, ich habe auch Unternehmen schon betreut, die haben sich für die Corona-Krise ein eigenes Leitbild gegeben. Sie haben gesagt, wir müssen jetzt wirklich zusammensetzen, was ist uns jetzt eigentlich wichtig. Das alte Leitbild, das stellen wir mal auf die Seite, vielleicht nehmen wir das nachher wieder. Und das denke ich, und natürlich gleichzeitig sich um die Menschen kümmern und auch fragen, was beschäftigt dich gerade in diesen ganzen Homeoffice-Debatten, wo die Leute ja mehr oder weniger immer distanzierter werden und manche ja schon vielleicht ein Jahr lang keine Kollegen und Kolleginnen mehr gesehen haben. Also dieser Mix aus Sinn und Wertschätzung, das ist eine große Aufgabe, aber die ist jetzt umso wichtiger, weil ansonsten gehen einfach auch die besten Mitarbeitenden. Absolut, genau, wie du sagst. Sie, gerade die Zeit ist ja wieder die Zeit, wo die Menschen sich die meisten Gedanken machen. Sind sie hier richtig? Macht das alles einen Sinn? Warum machen sie es? Die Frage nach dem Sinn. Und wenn die Frage natürlich ganz klar mit Ja beantwortet wird, gerade fürs Unternehmen, dann behältst du die Mitarbeiter am Ende auch. Ne? Ja, und es ist, also wenn ich es noch weiterführen darf an der Stelle, es ist eben auch so, also ich sitze auch gerade hier im Homeoffice und kann mir jetzt gut vorstellen, wenn ich jetzt angestellt irgendwo wäre, ob ich jetzt den Computer hochfahre und rechts oben ist das Logo grün und irgendwie 2 Monate später ist es blau. Also ich habe ja eh nur virtuell zu tun. Es fallen ja diese ganzen Erfahrungswerte mit weg in der Kantine, zusammen auf dem Flur, beim Pförtner, in die Tiefgarage rein. Also überall hat man ja, wimmelt es ja eigentlich von, wir sind ein Team. Und gleichzeitig merke ich auch, dass viele Führungskräfte so überfordert sind, dass sie sagen, ja, wir machen eine Websession, aber nur, wenn ich dich brauche, weil diese ganzen informellen Zeiten wegfallen. Und das ist natürlich echt eine Katastrophe dann, wenn die Mitarbeiterbindung weggeht. Ja, absolut. Susanne sagt, in Veränderungsprozessen in Unternehmen ist ja oft kein Freiwilligenprinzip vorhanden. Und sie fragt, würde es denn mit diesem Prinzip leichter, einfacher und schneller gehen? Weil viele haben ja auch die Sorge, dass dann gar nichts funktioniert. Oder ist diese Sorge der Teil der Kontrollwut, von der auch Gerald Hüther spricht? Ja, also ich,
Ich denke mal, wenn man das mal unterteilt, Führung und Management, dann darf man im Management schon sehr klare Erwartungen haben, also wie die Arbeit gemacht wird und so weiter, wie die Prozesse laufen. Ich glaube, im Bereich Führung ist das sehr hinderlich, wenn man sehr konkrete Erwartungen hat, weil das ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Und diese Kontrollwut, ja, das ist natürlich schon so, also auch Führungskräfte, die darf man jetzt ja auch nicht so verdammen, sondern die haben ja ein Sicherheitsbedürfnis. Also die wollen eine Sicherheit haben, dass das alles funktioniert und klammern sich dann an Zahlen, Daten, Fakten und auch an irgendwelche Routinen, die sie haben. Und wenn wir jetzt mit Freiwilligkeit kommen, dann muss eine Führungskraft auch erstmal lernen, da so ein Stück weit loszulassen und zu sagen, ich gebe dir diesen Raum. Und ich komme jetzt nicht nach 2 Minuten wieder um die Ecke und sage, zeig mir mal ganz kurz, wo bist du gerade und zeig mir mal den Report. Und für mich geht es nicht anders. Ich weiß, dass das viele dann so durchziehen, aber ja, die Folgen sieht man ja auch oder bei Fusionen sieht man es auch oft. Ne? Das ist dann 5 Jahre später noch, ne? Die einen vom Unternehmen A und die anderen vom Team B. Und die haben es nicht geschafft, eine Einheit zu bekommen. Es funktioniert durch Freiwilligkeit und ja, letzten Endes braucht man aber auch die Voraussetzungen. Also man kann das nicht heute einfach alles anstellen, sondern muss sich da auch schon ein Stück weit vorbereiten auf diesen Weg. Ah, du hattest das Stephen Rees-Profil mit Lebensmotive angesprochen. Schreib's uns gerne nochmal in den Chat, ob du dazu auch noch eine Frage hast oder wozu das dazugehörte. Michaela hat einen sehr spannenden Punkt, den, glaube ich, viele von uns kennen. Gerade so normal erstmal ganz einfache Mitarbeiterin zu sein oder Kollegin zu sein und jetzt plötzlich dann in die Leitung aufzusteigen. Sie schreibt, dass sie seit 2 Jahren in der Leitung ist im Friseursalon und vorher eben nur Kollegin war. Und wie sie schafft sie es jetzt, dass die Kollegen sie einfach auch ja in dieser Position akzeptieren und schätzen? Ja, dieser Part nach dem Motto auf einer Ebene und jetzt das Gefühl, eine Ebene höher zu sein, Anweisungen machen zu müssen. Wie gehen wir damit um? Was hast du da für Tipps? Ja, also das, was du beschreibst, ist ja fast der Klassiker, Michaela, dass man so zur Chefin oder zum Chef wird. Meistens auch, weil man operativ sehr gut war und dann nimmt man jemanden, der Erfahrung hat, der das schon ganz gut kann. Und das eine ist, was ich dann oft bemängele, dass man Menschen gar nicht auf diese Führungsrolle vorbereitet. Die sind dann einfach Chef. Also Chef wird man einfach so meistens in den Unternehmen. Und das Zweite ist natürlich das, was du beschreibst, und das ist ja eigentlich Kern der Frage. So, vorher warst du ja quasi in einem Kollegium und da wart ihr ja auch ja eine Mannschaft und da verbündet man sich ja auch, hat man gleiche Ansichten. So, und jetzt wird das ja ein Stück weit entrissen. Und das eine, was ich merke, also was ich dir nicht raten würde, zu versuchen, sozusagen trotzdem irgendwie da in diesem Kollegium so mit drin zu bleiben. Also natürlich mit Wertschätzung und Anerkennung, alles klar, aber natürlich hast du jetzt eine andere Funktion, die ist ein Stück weit einsamer, egal wie gut das funktioniert, weil du hast immer eine spezifische Rolle. Du bist die, die Leute entlassen kann, du bist die, die Leute einstellt, die Leute auch bewertet. Und was ich aber vielleicht am meisten raten kann, ist zu versuchen, wirklich die operativen Aufgaben größtenteils einfach nicht mehr zu machen und die den Mitarbeitenden zu geben. Und dich wirklich auf Führung zu konzentrieren, also für die Leute da zu sein, also eher so ein Coach zu sein. Ich kenne auch viele Friseursalons, ich interessiere mich ja immer dafür, ne, wie sowas läuft, frage dann auch oft. Und ich sehe dann oft, dass der Chef eigentlich so die meisten Frisuren noch macht. Und ja, und dann gleichzeitig soll der aber auch noch sich um die Mitarbeitenden kümmern, um den Laden und um alles Mögliche und um die Marketing und um die Webseite. Also wenn es dir gelingt, mehr am Unternehmen zu arbeiten als im Unternehmen, dann werden das natürlich auch deine Mitarbeitenden mitbekommen. Und dann werdet ihr auch ja ein bisschen anderes Aufgabenfeld haben. Und das andere ist eben auch diese Distanz einfach ein Stück weit auszuhalten und zu sagen, das ist auch schon okay. Ich bin da nicht mehr so ganz tief drin und das wird immer, egal wie gut du es machst, einfach eine andere Funktion sein. Hans hat noch einen spannenden Punkt. Er fragt nämlich, wie lässt sich eine Erhöhung bzw. Beibehaltung der Mitarbeitermotivation in einen Prozess integrieren? Zum Beispiel gibt es da Tools, wie zum Beispiel zur Kundenzufriedenheit? Ja, also wie man das weiter erhöhen oder beibehalten kann, das ist natürlich also selbst ein Bodo Jansen, den ich ja jetzt hier auch ein bisschen ausführlicher geschildert habe und über den man viel lesen kann,
der macht das ja seit 10 Jahren und der sagt, dieser Upstalsboom-Weg, der wird nie aufhören. Also es hat nie ein Ende letzten Endes. Es ist immer eine weitere Anstrengung, ein weiteres Arbeiten an der Haltung. Natürlich, wenn ich jetzt so Tools lese, natürlich gibt es Tools, das zu unterstützen. Also auf der einen Seite natürlich Tools wie anonyme Mitarbeiterbefragungen, dass es eben ab und zu wirklich auch jeder alles sagen kann, mit denen dann auch entsprechend umzugehen mit den Ergebnissen. Auch eine Art Wissensmanagement, also zum Beispiel, wenn wir in die Unternehmen reingehen, dann gibt es nicht nur Workshops, sondern wir haben auch eine Plattform, die wir auch im Unternehmen hinterlassen, wo sich alle im Unternehmen diese Videos angucken können, die Übungen mitmachen können. Also da lässt sich ja durch neue Medien und Technik schon einiges relativ preiswert auch zur Verfügung stellen, dass man einfach da leichter drankommt und dass auch neue, zum Beispiel neue Mitarbeitende, da schneller mit aufgenommen werden können. Last but not least, der Karl hat das nochmal ausgeführt. Stephen Rees hat das sogenannte Rees-Profile ins Leben gerufen mit den 16 Lebensmotiven, wie unter anderem Status, Macht, Neugier, Bewegung, Familie, Beziehung. Das sind so ein paar der 16 Lebensmotive, die dort eine Rolle spielen. Und Karl fragt hier, was hältst du davon, gerade im Bereich oder gerade in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu motivieren? Wie sind da so deine Erfahrungen oder was hältst du da in dem Zusammenhang vom Rees-Profile? Ja, also ich will es mal verallgemeinern. Ich bin da jetzt gar nicht so in diesen quasi da drin, aber das, was du sagst, hat ja die ganze Bandbreite aufgezeigt, ne? Was uns motivieren kann. Und ich bin ja immer so ein Freund, gar nicht in so mit Modellen, Schematas zu denken, sondern eher auf die Menschen zuzugehen. Und ich habe mal eine spannende Sache gemacht vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, und die könnt ihr auch machen. Da habe ich alle Mitarbeitenden mal gefragt, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg? Also so sind wir ja heute ja auch eingestiegen, ne, in die Session. Und es war so spannend, also von einem Team, was ich wirklich, ich denke, sehr gut kenne, weil wir ja auch überschaubar sind und sehr eng zusammenarbeiten. Ne, also beim einen war es, der gesagt hat, du, jetzt mal ganz ehrlich, ich baue hier gerade ein Haus, ich habe Familie und ich brauche einfach Kohle. Ne? Und das ist einfach so, das ist auch nichts Schlimmes, aber das ist gerade, das ist auch ein richtig großer Grund. Andere haben gesagt, mir geht es eigentlich darum, dass in der Arbeit, was ich hier so tue, mit uns allen zusammen, dass andere Menschen ein besseres Leben haben und dass da diese Dankbarkeit spürbar ist. Andere haben wieder gesagt, du, mir geht es eigentlich darum, dass wir immer was Neues machen. Ne? Hier ist große Innovation da. Und wenn ich das kenne, also als Führungskraft kann ich natürlich besser damit umgehen, weil ich dann, naja, auch weiß, wie ich dann jemanden anpacken muss. Und was aber auch gleichzeitig spannend ist, natürlich auch Mitarbeitende zu fragen, die sich selbst vielleicht gar nicht bewusst waren, was ist denn mein Motor? Den zu kennen ist spannend. Und dann auch die zweite Frage, will ich bei dem bleiben? Oder denke ich mal drüber nach, ne, ob Status und Anerkennung, wohin mich das eigentlich führt? Da sind wir wieder bei dem Haltungsthema, sich Zeit für Reflexion zu nehmen. Und das wären spannende Fragen, die du mal im Team besprechen könntest. Oh ja, genau. Und dann gerne uns Feedback gibst, was dabei rausgekommen ist, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr spannend. So, eine allerletzte Frage von Die Schanz. Wie kann ich Mitarbeitergespräche bzw. Besprechungen gestalten, um die Motivation zu steigern? Was empfiehlst du da an Methoden? Ja, also es sind ja 2 Punkte, ne? Mitarbeitergespräche. Ja, also ich habe immer Mitarbeitergespräche, es haben sich bei mir so entwickelt, dass ich dann mit Mitarbeitenden den ganzen Tag verbracht habe. Da sagen dann viele sofort, das kannst du nur machen, wenn du 15 Mitarbeitenden hast. Das glaube ich aber nicht, weil ich ehrlich gesagt mit diesem Setting überhaupt schon gar nicht zurechtkomme. Also wie soll ich denn einmal im Jahr mit jemandem, ich sag mal in 1,5 Stunden, grundlegende Sachen klären, so was treibt dich an, wie stehen wir zueinander, was denkst du über die anderen, wie geht's dir? Ich habe es immer so gemacht, dass der Mitarbeitende sich dann aussuchen konnte, wie man das machen, wenn es mir auch Spaß gemacht hat. Also ich war schon mit Skifahren bei den Leuten, ich war beim Bergsteigen und so weiter. Also ich glaube, dass es erstmal wirklich diesen Zeitraum auch braucht, dass man das überhaupt machen kann. Das Zweite, glaube ich, dass es spannend ist, das auf Augenhöhe zu machen, dass die Bewertung nicht nur in eine Richtung geht, also Chef bewertet den Mitarbeitenden, sondern ich habe das immer so gehalten und habe da sehr viel profitiert auch, dass ich gesagt habe,
machst du mit mir auch mal ein Mitarbeitergespräch? Haben am Anfang alle komisch geguckt, sagt ja was. Sag ich, ja, ich bin ja auch angestellt, ne? Ich bin ja auch Geschäftsführer, mit mir spricht ja auch jetzt keiner sonst. Ich fände das auch mal sehr, sehr spannend. Also in beide Richtungen und ich finde auch eine gute Vorbereitung. Also manchmal merke ich, dass so ein Unternehmen, da, oh, ich muss noch Mitarbeitergespräche führen bis zum 30.11. habe ich noch 6 Tage Zeit. Friedrich, hast du Montag noch mal Zeit um 15 Uhr, dass wir uns da noch, ne? Also dann wird es so abgehakt. Und was Besprechungen angeht, vielleicht noch ganz kurz, ich finde das einfach sehr wichtig, viel mehr die Leute mit einzubeziehen. Das dauert am Anfang natürlich länger. Also die meisten Führungskräfte, die denken sehr viel vor. Also was mache ich mit meinem Team? Wie strukturiere ich das? Wie fange ich das an? Wo will ich denn genau hin? Und ich empfehle sehr dieses Loslassen, einfach zu sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt hier zugehört hast, nicht mit einer vorgefertigten Idee da reinzugehen, sondern zu sagen, also liebe Freunde, ich glaube kulturmäßig, mich hat wirklich inspiriert, dass wir da was tun. Wie geht es euch denn? Ne? Was könnte man tun? Wem fällt was ein? Und wenn da nichts kommt oder zu wenig, dann kannst du ja immer noch was reingeben, weil das würde auch die Eigenverantwortung und die Wertschätzung natürlich gleichermaßen stärken. Sehr, sehr cool. Ganz lieben Dank. Hier haben wir einmal einen sehr schönen Überblick über Oliver, dass ihr da auch gleich die Seiten habt, dass ihr direkt draufgehen könnt. Nutzt auf jeden Fall die Chance, dass ihr damit mit Oliver in Kontakt bleibt. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Oliver, für die spannenden 70 Minuten, die wir gemeinsam hatten. Sehr, sehr cool. Gib mir bitte nochmal eine 5 für Oliver in den Chat. Und schreibt auch gerne nochmal rein, wenn ihr so in 3 Worten sagen dürftet, was habt ihr für euch mitgenommen, was ihr so aus diesen 70 Minuten mitgenommen habt. Auf jeden Fall siehst du hier, sie überschlagen sich. Vielen Dank, sehr spannend. Und ja, das ist doch auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Stunde gewesen. Danke dir, Oliver. Und ich freue mich vor allem auch auf das, was noch folgt. Du bist ja auch noch live bei einem der nächsten Events dabei. Dann nachher im Jahr 2022 freuen wir uns auch auf weiteren Input. Und mal schauen, was noch so alles passiert in den nächsten Monaten. Auf jeden Fall danke dir nochmal, Oliver. Gerne nochmal von deiner Seite auch die 2 letzte Worte von dir, die du den Teilnehmern mitgeben möchtest? Ja, also auf der einen Seite auch eine 5. 5 für alles auch, was sie im Team gemacht hat. Also war super. Also das hat man als Teilnehmer, glaube ich, gar nicht so mit drin, was da alles im Hintergrund läuft. Also Matthias und Team, also richtig, richtig cool. Habe ich mich sehr gut gefühlt. Auch, ja, liebe Teilnehmer, auch richtig gut mitgemacht. Es freut einen natürlich auch, wenn dann im Chat, wenn es dann so runterrasselt und man sieht, dann ne, irgendwie sind die Leute dabei. Und das Letzte, was ich euch vielleicht noch mitgeben kann, das habe ich vor kurzem auch mal gehört von einem Referenten, das fand ich richtig gut, der hat gesagt, ein entschiedener Mensch ist immer die Mehrheit. Da dachte ich erst so, hey, das stimmt doch nicht, ne? Politik, wir brauchen doch überall Mehrheiten und so. Aber ich habe da wirklich drüber nachgedacht und die Großen in dieser Weltgeschichte, ne, ob das ein Mandela war, ein Martin Luther King, ein Gandhi, wie die alle heißen, die waren ja am Anfang nie in der Mehrheit. Aber die waren so entschieden und haben gesagt, du kannst mich auch ins Gefängnis sperren. Nach 20 Jahren, wenn ich freikomme, ich werde wieder das Gleiche sagen. Und das hat ja wirklich Massen mobilisiert. Das hat dann Mehrheiten geschafft. Also lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn ihr nicht Inhaber seid, wenn ihr nicht Führungskraft seid, wenn ihr das alles jetzt nicht mit Budgets oder mit irgendwas machen könnt. Bleib bei dir, schau das, was du machst, dass du es ordentlich und gut machst, dass du dich fragst und jeden Tag aufstehst, bin ich richtig, was ist mein Sinn? Und dass du dann wirklich so kraftvoll durchs Leben gehst, das wird dich zum Magneten machen. Das wünsche ich euch. Vielen Dank und euch einen schönen Abend. Macht's gut. Danke, Oliver. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Und ihr noch ganz kurz, gebt mir noch 2 Minuten, um abschließend euch natürlich nochmal zum einen Danke zu sagen, dass ihr dabei wart. Ihr wart das auf jeden Fall, kann ich euch garantieren, das beste Publikum, was wir heute hatten. Da geben wir euch auf jeden Fall schon mal 2 Daumen hoch. Und wir sagen natürlich auch herzlichen Dank an unsere Partner wie Nachtleben, wie Krone Hit, auch die Leaders Academy, Uniqua, LT1. Sehr, sehr cool, weil ihr wisst, das Ganze geht natürlich nur mit tollen Partnern, die uns unterstützen. Und schaut auch gerne mal bei uns natürlich auf der Seite vorbei bei Learn for Life, denn wir haben natürlich auch noch ganz, ganz tolle Projekte und da möchten wir euch natürlich auch empfehlen, auch wirklich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten dabei zu sein. Ihr habt es nämlich eben schon gesehen im Chat, Europas stärkste Schulklasse mit Christian Bischoff findet ihr unter www.together-now.info und da haben wir am 25. Januar, wie ihr das so schön in Österreich sagt,
unsere größte Schulstunde. Wir erwarten 40.000, 50.000 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, die dabei sind. Und merkt euch diesen Termin vor, den 25. Januar oder Jänner 2022 um 9.29 Uhr steht uns Christian Bischoff zur Verfügung. Christian ist der im deutschsprachigen Raum, der es geschafft hat, mit hunderttausenden Schülern zu arbeiten. Der hat über 100 Schulveranstaltungen im Jahr gemacht und hat wirklich bei Schülern es erreicht, dass er Standing Ovations bekommen hat für seine Impulse im Bereich der Motivation. Und wenn jemand da Schülern Impulse gibt, und ich glaube, gib mal eins in den Chat rein, dass ihr uns zustimmt, dass gerade die Kinder aktuell am meisten leiden unter dieser Zeit. Und da möchten wir natürlich gerade den Jugendlichen wirklich da Impulse mitgeben, dass sie da auch wirklich motiviert ins neue Jahr starten. Darum schreibt uns gerne zum einen, wenn ihr da unterstützen möchtet, gebt bitte auch diese Informationen weiter, viele, viele Lehrer, Lehrkräfte zu informieren, viele Elternbeiratsvorsitzende auch, die das in die Schulen tragen, damit wir dann am 25. Januar auch wirklich viele, viele Jugendliche mit dieser Schulstunde, mit Christian Bischoff beglücken können, der das Ganze gratis macht für die gute Sache. Und wir natürlich sehr glücklich sind, dass wir nach Tobi Beck im Sommer jetzt Christian Bischoff da begrüßen dürfen. Und wenn ihr Botschafter werden wollt, Learn for Life unterstützen möchtet, dann schreibt uns auch gerne. Ihr habt, wie gesagt, die Kontaktdaten ja hier im Chat. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da Stunden in der Woche damit euch beschäftigt, sondern wir euch einfach auf dem Laufenden halten, wenn wir wieder tolle Projekte haben und ihr das gerne dann weiterleitet an Menschen, bei denen ihr meint, da ist es gut aufgehoben. Die können dann auch wirklich weiterhin unterstützen. Und das nächste Learn for Life Business Seminar wartet natürlich. Wir haben überlegt, macht es Sinn, gerade auch Ende des Jahres noch ein Webinar zu machen, also 29. Dezember, wir haben immer den letzten Mittwoch eines Jahres. Schreibt mal gerne in den Chat rein, eine 1, wenn ihr sagt, ihr hättet gerne am 29. Dezember ein Webinar, dass das Sinn macht, dass wir es wieder machen. Oder sagt ihr eher mit einer 5, lasst uns im Januar starten, dann wieder im neuen Jahr, weil zwischen Weihnachten und Neujahr doch viele mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Wir werten das dann einmal aus, lassen euch das wissen. Was ihr auf jeden Fall euch vormerken dürft und auf jeden Fall müsst, ist eben, wie gesagt, der 25. Januar. Diese Schulstunde ist auch gleichzeitig der Start unseres Learn for Life Online-Festivals. Wir werden ein Online-Festival haben, zweigeteilt, einmal im Bereich Business, einmal im Bereich Familie. Und wir werden jeweils 77 Referenten haben, die euch online beglücken werden. Also da merkt euch den Termin schon mal vor. Schreibt auch gerne eine E-Mail an info@learnforlife-festival.com. Ich hoffe, ihr habt es richtig geschrieben, learnforlife-festival.com. Schreibt da gerne eine E-Mail hin, wenn ihr da weitere Informationen haben wollt. Wir haben ganz, ganz tolle Referenten dabei, die das Ganze begleiten. Einerseits, wie gesagt, mit Impulsen für die Familie, aufgeteilte Impulsen für Jugendliche und für die Eltern und eben auch im Bereich Business. Da erwarten euch und für den 26. Januar könnt ihr euch da eben schon mal, werden wir auch wieder unser Business-Webinar haben. Und da wird vielleicht ein Kevin Hollywood dabei sein. Wir schauen gerade noch. Lasst euch da überraschen, aber merkt euch den Termin auf jeden Fall schon mal vor oder die ganze Woche vor allem, 25. Januar bis 31. Januar, weil da haben wir sehr, sehr viel für euch, um euch das neue Jahr wirklich schmackhaft zu machen. Und den inneren Schweinehund, meiner heißt übrigens Ach Nö. Kennst du ja, morgens um 6 klingelt der Wecker mit der Aufforderung, los geht's laufen, Ach Nö meldet sich, Ach Nö komm, leg dich wieder hin. Den wollen wir natürlich vorbeugen im neuen Jahr, dass wir da wirklich auch gestärkt ins neue Jahr starten. Das soll es soweit gewesen sein. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Euch wünschen wir vor allem jetzt einen schönen Start in die Vorweihnachtszeit. Erster Advent steht an. Genießt auch bei dieser Zeit Lockdown, teilweise natürlich in Österreich. Wünschen wir euch natürlich nur das Beste. Schaut, dass ihr vor allem wirklich rausgeht, auch wenn alle sagen, nein, bleibt drin, nein, geht raus für eure Gesundheit. Wirklich auch, wie Oliver das so schön angesprochen hatte, rausgehen, wirklich an die frische Luft, auch um Gespräche zu führen. Ihr wisst, wo kannst du besser Gespräche führen, auch mit Mitarbeitern, ohne dass du mit Corona rechnen musst. Ist es halt draußen, weil da kannst du den Abstand halten. Da ist es auch wirklich gut für die Gesundheit. Lieben Dank an euch, euch einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen und vor allem denkt immer dran, du kannst nur spitze sein, wenn dein Herz voller ist als die Hose.
Denk drüber nach. Schönen Abend noch. Bis dahin, der Matthias, ganz, ganz liebe Grüße. Auch natürlich danke an dich, Björn, im Hintergrund für die Technik, dass das alles auch funktioniert. Gib da bitte auch nochmal eine 5 rein, auch insgesamt ans ganze Learn for Life Team. Alle wirklich dann auch immer dabei, engagieren sich hier. Der Karl, der Stefan, die Susanna, die Marie und Alex. Ganz, ganz viele tolle Menschen, die hier dabei sind, dass wir das überhaupt hier umsetzen können. Und danke auch, Oliver, dass du noch bis zum Ende geblieben bist. Weiß ich auch sehr zu schätzen. Schönen Abend. Lasst euch das Abendbrot schmecken, wenn es noch ansteht. Bis dahin. Servus. Tschüss. Und Grüße.